Das machen wir hier jeden Morgen. Die Maschine wird einmal komplett ausgepustet. So Leute, da sind wir wieder. Neue Folge, neues Glück. Heute ist der 29. Juli. Wir haben jetzt ein paar Tage Pause gehabt. Es hatte geregnet und ja, hat zwei Tage bedecktes Wetter, kühl, hat nicht richtig getrocknet. Jetzt sind wir wieder hier auf dem Weizen. Wir haben jetzt ungefähr 50 Hektar, bis wir mit dem Weizen fertig sind. Da liegt etwas Raps. Wir waren im Raps vorgestern gucken. Der ist noch nicht richtig reif, wie ich das auch in der AKF so festgestellt habe. Wir haben es einmal durchgeschnitten, damit man es ein bisschen besser sehen kann. Jetzt haben wir zurückgebaut von Raps auf Getreide in 15 Minuten hier auf dem Acker. Wenn wir jetzt nochmal von Getreide zu Raps bauen, nehme ich euch nochmal mit. Also Rapsmesser, Gang wechseln, eine Klappe schließen, Dings wieder anschalten. Häcksler, Strohhäcksler, der läuft jetzt nicht mit. Letztens hat übrigens einer geschrieben, hey, in deinem GPS steht DGPS da. Korrektursignal, da hört irgendwas nicht hin mit deinem GPS. Aber da, ihr seht, Korrekturtyp, RTK. Korrekturgrad Modem. Also ist alles drin und wir fahren auch nach RTK. Also ich würd jetzt nicht sagen, dass wir nicht mit RTK fahren, weil die Spuren passen perfekt aufeinander. Das gleich nicht dem eines kostenlosen Signal. So, wir schalten wieder ein. So, abgeschmiert haben wir ihn. Kann man jetzt auch einmal das einstellen. Wir haben jetzt den Variator, den müssen wir täglich schmieren. Der fährt dann einmal auf Maximum, auf Minimum, also die Verstellung von der Drehzahlgeschwindigkeit. Das machen wir jetzt. Schrägförderer zuschalten machen wir jetzt. Zack, läuft das Ganze an. Nach der Operation kann einige Minuten dauern, dauert aber in der Regel gar nicht so lange. Das ist das, was wir täglich Wartung haben. Wir haben 4 Schmiernippel an dem Variator. Wir haben 2 Schmiernippel an den Rotor. Laut Handbuch haben wir noch 4 weitere auf der rechten Seite. Die gibt es da aber nicht. Also die gibt es da nicht an der Welle mehr. Anscheinend habe ich das meine Generation das nicht mehr. Ich war gucken, da gibt es wirklich keinen Schmiernippel. Der ganze Rest ist 50 Stunden aufwärts. Das wäre erstmal das. Ansonsten legen wir jetzt erstmal hier los. Kann eine Minute dauern. Das müssen wir kurz einmal warten und dann müssen wir einmal die Einstellung vom Tisch nochmal wieder ändern, weil das ist jetzt anders abgespeichert. So, das heißt, ich hatte ja jetzt hier das alles auf Raps gespeichert und ihr seht die Position, der Tisch fährt jetzt aus, genauso wie ich das im Raps hatte. Haspel fährt an der Position, wie ich das hatte, das ist auch nicht richtig reingerutscht. Das muss ich jetzt erstmal zurückstellen, den Tisch auf der Position, die ich hatte. So, hatte ich kurz hinter 1, so ungefähr bei 1,5. Haspel hatte ich ungefähr so und die Tiefe ungefähr so. Das speichern wir jetzt mal einmal ab. So. Und wenn wir jetzt das Ganze wieder machen, wenn wir jetzt hier drücken, zack, geht das wieder runter und stellt sich wieder ein, entsprechend auf der Höhe. Das heißt, ich kann sozusagen das Schneidwerk so abspeichern, wie ich das gerne haben wollte. Muss man mal gucken, wir sind ein bisschen am Vorgewende, speichere ich gleich nochmal richtig ein. Das Ganze auch auf der zweiten Taste, das heißt, die können wir auch noch gleich einstellen, wenn wir die zweite Taste drücken, geht die Haspel wieder hoch, Tisch fährt aus, das muss ich jetzt auch entsprechend wieder auf meine Einstellung anpassen. Das wäre ganz geil, wenn er das fruchtartspezifisch einstellen würde. So, machen wir Haspel ein bisschen weiter runter, so ungefähr wie wir waren, Arbeitstief ungefähr. So. Und dann können wir loslegen. So, dann können wir fahren. Können wir auch GPS gleich reindrücken, wenn wir soweit sind. Und dann können wir es reinrutschen lassen. Die Frucht, Winterweizen, hat er ja direkt schon übernommen. Ich bin ja hier aufs Feld gefahren und habe ihm gesagt, jo, wir machen jetzt dieses Feld weiter. Und dann hat er gesagt, hey,
Zu diesem Auftrag gehört Winterweizen. Ich habe die Fruchtart jetzt gewechselt. Das heißt, ich muss jetzt nicht irgendwas umstellen hier im Drescher, sondern das erkennt er automatisch. Wenn er natürlich vorher noch nicht weiß, welche Frucht da drauf ist, muss man natürlich einmal jetzt auswählen und einmal die Frucht wechseln. Das kann ich jetzt euch nicht zeigen, weil er sagt, in diesem Auftrag kann ich keine andere Frucht wechseln. Wenn ich jetzt da oben reindrücke, meckert er ein bisschen umher. So, können wir natürlich entsprechend jetzt anschieben. Hier steht er sehr dünn, obwohl wir das hier ganz genau auf dem Schlag so gemacht haben, wie auf allen anderen Flächen auch. Hier wurde sogar noch ein bisschen früher gedrillt, also so eine Mischung zwischen unserem Versuch und dem früh gedrillten. Nee, also unser Versuch war ja, glaube ich, am 16. Oktober gedrillt. Und das war hier ungefähr eine Woche danach. Und alles andere wurde danach ein bisschen so später und zwischendrin. Also am Saattermin kann es auch nicht liegen. Wir können uns nicht richtig ausmalen, warum der teilweise so extrem dünn geraten ist. Kann auch einfach am Boden liegen. Hier ist nicht der beste Boden. Und man sieht, sobald es ein bisschen besser wird, wird er dann auch ein bisschen dicker. Also was ich persönlich wirklich gut finde, das ist erstmal das Korn. Was ich persönlich gut finde, ist das GPS, muss ich euch ehrlich sagen, weil das GPS weiß sofort, welche Arbeitsbreite man hat. Also das errechnet permanent die richtige Arbeitsbreite. Bei einigen Herstellern ist es ja noch so, man muss die Arbeitsbreite schmaler oder breiter machen, obwohl man mit GPS fährt, wenn man zum Beispiel auf dem Keil fährt. Hier ist es einfach so, dass er weiß, ja alles klar, ich weiß ja schon, wo ich gewesen bin, dann kann der Streifen, den ich da dresche, kann ja nur noch so und so breit sein. Und demzufolge rechnet er alles auf die Arbeitsbreite, die man aktuell hat. Das haben wir zum Beispiel beim Fendt Ideal jetzt auch feststellen können, dass das so war, ne? So, Autopilot rein und ab geht die Fahrt. Okay. So, gut Leute, das war's erstmal. Bis dann. Wisst ihr, was ich letztes Mal noch in der Folge erzählen wollte? Und zwar zum Stroh. Zum Rotorstroh. Es ist in der Tat so, dass Rotorstroh macht, also der Rotor macht viel mehr am Stroh zum Beispiel als ein Schüttler. Ein Schüttler schüttet ja sozusagen das Stroh oder das Korn aus dem Stroh. Beim Rotor wird zwangsabgeschieden durch eine Rotation. Ne? Durch die Fliehkräfte fliegt das Korn sozusagen durch die Körbe raus und das Stroh nach hinten durch. Da sieht das auch ein bisschen so aus wie durchgedreht. Wenn wir das jetzt so haben wie hier, also jetzt aktuell ist das Stroh ja gerade so reif, also vielleicht jetzt ein bisschen normalreif, aber nicht überreif, dann sieht das Strohschwatt auch noch vernünftig aus und man hat dann noch ein vernünftiges Schwatt. Je reifer das wird und wenn es nachher richtig überreif ist, dann hat man wirklich nachher nur noch so ein zermürbtes Stroh, wo einige zum Beispiel Probleme haben, die dann mit Rundballen arbeiten, dass die Rundballen sich einfach auflösen. Ne? Hier bei dem Landwirt ist es so, ich gebe ja meinen Stroh ab und ich bekomme ja Mist zurück. Also, ihr habt ja schon gesehen, an einigen Flächen liegt ja schon inzwischen der Mist. Hier bei dem Landwirt ist es so, der macht die 1000 Ballen, die er macht, ist alles Rotorstroh. Und er und auch einige andere haben mir mal gesagt, durch diesen Rotor ist es ein bisschen aufgefaserter und saugfähiger. Und ich persönlich als Landwirt, wenn ich den Mist zurückbekomme, finde ich das toll, wenn das Stroh ganz kurz ist. Wenn das wie gehäckselt ist, weil dann lässt sich das wunderbar als Mist verteilen. Wenn das so eine langen Zoppen sind, dann hat man natürlich da noch richtig Probleme mit. Deswegen für mich persönlich ist es eigentlich ein bisschen schöner, wenn es schön fein ist. Ansonsten haben wir ein bisschen was an der Maschine hier gemacht die Tage. Also ihr habt ja vielleicht diesen Wellenschnitt gesehen. Ich habe entsprechend so ein bisschen die Sensibilität angepasst. Also ihr habt ja immer so ein bisschen Delay mit den Videos, ne? Das heißt, ihr habt geschrieben, ja, ist ein bisschen Wellenschnitt. Gut, da hinten, wo ich fast seekrank war, da war es auch wirklich so schlimm. Also da ist es im Fendt genauso schlimm gewesen mit diesen hier. Aber alles andere ganz normal. Jetzt habe ich die Sensibilität von hoch und runter und auch von den Seiten angepasst. Ich habe den Luftdruck runtergenommen, das wollte ich jeden Tag machen. Dann war ich auf dem Acker und denke, oh Hannes, du wolltest doch den Luftdruck runternehmen. Der war auf 2,2 bar, hinten war 2,6. Ich habe jetzt 1,2 bar vorne und hinten drauf gemacht. Laut Traglasttabelle trägt der Reifen bei 10 km/h immer noch 10 Tonnen pro Rad. Und hier beim Mähdrescher müssen wir nur auf den Acker achten. Das heißt,
auf der Straße haben wir ja gar nicht diese Radlasten. Wir haben einen leeren Korntank, wir haben kein Schneidwerk vorne dran. Da sind wir ja ganz leicht. Aber auf dem Acker ist es ja so, das ist der limitierende Faktor bei den Lasten, der Acker. Bei einigen haben geschrieben, ja, vielleicht wäre jetzt auch eine Reifenregeldruckanlage jetzt für dich sehr interessant. Nee, das ist ja totaler Blödsinn. Weil ich kann ja die ganze Zeit mit dem Reifendruck, den ich auf dem Acker fahre, kann ich auch auf der Straße fahren. Weil der Acker ist ja der limitierende Faktor. Ne? Bei Radlasten sind ja wenige Punkte entscheidend. Also einfach die Traglast wird ja bestimmt durch den Druck im Reifen und die Geschwindigkeit. Je höher und je schneller ich fahre, desto niedriger sind die Traglasten. Das heißt, wenn ich jetzt 1,2 Bar habe und bei 10 km/h trägt der meinetwegen 10 Tonnen, die ich ja hier maximal auf dem Acker fahre, so schnell fahre ich ja teilweise gar nicht, wir werden ja nur am Umdrehen oder so. Und auf der Straße wäre es ja so, dass ich ja zwar schneller fahre, aber ich habe ja gar nicht mehr diese Radlasten. Das heißt, wenn ich vorher einfach eine Radlast gehabt habe von 10 Tonnen bei 10 km/h, habe ich jetzt glaube ich 6,5 Tonnen bei 30 km/h. Reicht aber vollkommen aus, weil ich ja sowieso nur ohne Gewicht fahre. Korntank ist leer, die kann ich sonst gar nicht klappen, wenn da noch irgendwas drin ist. Und Schneidwerk habe ich auch gar nicht dran, kann ich gar nicht drauf fahren. Also von daher kommt nichts anderes in Frage. So. Letztens hat auch noch einer geschrieben, hey, warum nimmst du denn kein komplettes Schwatt? Schafft die Maschine das nicht? Die Maschine schafft das. Das Problem ist nur, man teilt sich das gerne auf in der letzten Bahn. Weil man will einfach vermeiden, dass man mit dem Schneidwerk nochmal das Stroh durchnimmt, was man da schon gehabt hat. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Muss man sagen, hier liegen so ein, zwei Halme quer drin. Ne? Da hätte man schon mal ein bisschen mit Ehrenheber fahren können. Aber es ist auch das einzige Stück, was ich das so ein bisschen gesehen habe. Es ist wahrscheinlich, wenn das Wild hier immer so durchrennt, dann legen sich so ein bisschen was runter. Ehrenheber habe ich immer mit, die sind da, die weißen. Da. Und langsam komme ich wirklich mit der Maschine klar, muss man sagen. Man fuchst sich da so ein bisschen mit ein. Diese ganze Untermenüführung, die fühle ich noch nicht ganz bei New Holland. Die ist bei einigen Herstellern deutlich leichter gelöst. Aber nun ja, der eine hat dies, der andere hat das. Aber ich komme inzwischen echt gut mit der Maschine klar. Die ist super wartungsfreundlich, sehr, sehr zugänglich. Man kommt gut an die Rotoren ran. Kann ich euch die Tage noch mal zeigen, wenn ich morgens mal sauber mache. Wahrscheinlich morgen früh werde ich das im Vlog aufnehmen. Und ja, wenn das Stück hier übrigens ab ist, dann fahren wir hoffentlich zu unserem besten Weizen. Optisch ist es der beste Weizen. Was dieses Jahr zum Beispiel auch ein Problem ist, ich habe kein Rohprotein geschafft. Also ich habe in der Spitze 11% Rohprotein gehabt, das niedrigste war 9%. Und meine ganzen Nachbarn auch durch die Bank weg. Also laut Händler gibt es mal ein paar Einzelfälle, die dann nochmal ihr Protein geschafft haben. Aber die meisten haben nicht ihr Protein geschafft. Teilweise nur bis 8 geht es runter. Und ich glaube, ich bin einer der wenigsten, also ich bin einer, der am wenigsten Dünger überhaupt gestreut hat von denen. Also da sind Kandidaten dabei mit über 200 N. Und glaubt mir, da ist genug Dünger gefallen. Ne? Das sind auch Kandidaten, die sparen nicht. Am Dünger, auch nicht am Geld, weil die vielleicht früh eingekauft hatten und so. Und auch die haben ihr Rohprotein nicht geschafft. Das gibt so eine Jahre wirklich, da schafft man sein Rohprotein nicht. Ich weiß, dass im Internet teilweise verbreitet wird, das liegt an der Düngerverordnung und es kann nicht so weitergehen und. Ich glaube, dieses Jahr ist ganz doll limitierend A, der Preis für den Dünger gewesen. Vielleicht waren die letzten 10% nicht vernünftig, das Geld nicht da, um es auszudüngen. Und zum anderen ist es einfach so, es gibt Jahre, das hatten wir immer gehabt, auch vor der Düngerverordnung. Hatten wir Jahre, da konnten wir wirklich richtig satt Dünger geben und da haben wir trotzdem unser Rohprotein nicht geschafft. Weil bestimmte Gegebenheiten in der Natur dazu führen, dass es nicht richtig eingelagert wird, dass die Korngröße eventuell zu groß wird, aber letztendlich zu wenig Rohprotein eingelagert wird. Also das führt dazu, das gibt diese Jahre und das gibt auch diese Jahre, wo es genau andersrum ist, wo man kaum Dünger gestreut hat und hat wahnsinnig hohe Rohproteinwerte. Trotzdem, wenn ich mich mal so ein bisschen vergleichen möchte mit dem Dünger, den ich gestreut habe, habe ich dennoch ziemlich gute Rohproteinwerte. Also in meiner Spitze bis 11% und das teilweise bei 7 Tonnen auf dem Hektar bei 140 N. Oder zwischen 6 und 7 Tonnen. Also die Fläche zum Beispiel, die hatte 6,7 Tonnen Ertrag
und hatte 10,9% Rohprotein. Also von 10,5 bis 11,3 war das. Hektoliter von 80, also schön große, schwere Körner. Und ich bin ja in der letzten Maßnahme flüssig nochmal reingefahren und habe ja von Omnicult Stradivari gefahren, diesen Formaldehyd-Harnstoff. Und ich muss sagen, dem rechne ich wirklich die Punkte zu. Weil ich habe eine Fläche zum Beispiel, ich habe zwangsläufig eine Fläche dann Futtergetreide mitgemacht. Auch das Futtergetreide, auch der Elixir hatte 10-11% Rohprotein. Und dann hatte ich eine Fläche, da stand nur Futterweizen, auch Elixir, direkt daneben. Also da kam eine Zwischenfläche und direkt dahinter kam der auch. Und da habe ich keinen Stradivari gefahren und da haben wir 9,0. Also diesen Effekt möchte ich da wirklich dem Ganzen zuordnen, dass das eine sehr, sehr positive Wirkung letztendlich hat. Also bin ich wirklich der Meinung. Also das bringt wirklich was da über das Blatt. Das ist nochmal direkt die Impfung und wir hatten auch relativ trockene Bedingungen. Das hat wirklich Punkte gebracht. Ja, im Gesamten hat es aber dann doch nicht gereicht. Aber so ist das in der Landwirtschaft. Die Natur hat einen ganz großen Einfluss. Das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, das vergessen einige. Das ist einfach ein Ding der Natur ist und wir nicht immer alle Dinge beeinflussen können. Klingt zwar komisch für einen Mensch, dass er nicht alle Dinge beeinflussen kann, aber es ist letztendlich so. Also da kann man nicht immer was dran ändern. Das wollte ich euch noch sagen mit dem Rohprotein. Also ich habe ja auch dir vorgehabt, eigenes Mehl zu produzieren, aber wir haben keine Backeigenschaften geschafft. Also das Mehl wird nicht ausreichend kleben. Ich selber werde mir ein paar Kilo abfüllen und das mal ausprobieren. Für Kekse geht es allemal. Keksteig soll ja nicht kleben. Genau. Aber das wollte ich euch noch so ein bisschen mitteilen, weil ich habe auch ein diverses Video im Internet gesehen, wo es direkt auf Düngeverordnung geschrieben wird. Teilweise muss man aber auch sagen, dieses Jahr ist es auch so, dass einige Landwirte in bestimmten Regionen viel, viel mehr ernten, als sie ursprünglich dachten. Das heißt, sie haben ihre Ertragserwartung, ihre Düngeplanung auf ihre 9 Tonnen, 10 Tonnen Ertrag gemacht. Und einige Regionen ernten wirklich 12 Tonnen. Das ist so. Und dann liegt es auch einfach an dem Verdünnungseffekt. Selbst wenn die das Wasser hatten, ernten die so krass viel, dass sich das Protein in der Masse verdünnt. Ne? Also es kann auch schlichtweg einfach daran liegen, dass man einfach mal fett 12 Tonnen erntet, statt den geplanten 9. Und so den Stickstoff des Proteins einfach zu sehr verdünnt. Ne? Daran kann es auch liegen. Also nicht immer andere für verantwortlich machen. Klar? Andere sind auch manchmal verantwortlich, aber in dem Sinne ist es, glaube ich, einfach ein Jahreseffekt. So, ich drehe jetzt hier meine Bahn. Hier runter wird er langsam immer besser. Der Weizen. Wenn er natürlich so gut reinrutscht, so wie hier. Ihr seht ja, wir fahren ohne Haspeleinsatz. Das Getreide kippt da ganz alleine rein. Funktioniert auch nicht immer, wenn zum Beispiel eine Fahrgasse kommt oder so, braucht man doch den entsprechenden Touch, damit das reinkippt. Ne? Also jetzt kippt es ja ganz alleine rein. Jetzt brauchst du nicht unbedingt. So Haspel können wir auch wieder langsamer machen. Die hatte ich ein bisschen schneller gemacht im Raps. Aber es ist wirklich sehr dünn. Was sagt denn der Ertrag hier? Ja, 4,8 Tonnen gerade mal. Zwar große Körner, aber hier oben ist es wirklich verdünnt. Wir haben auch die Idee gehabt, ob das auch einfach liegt, weil ihr seht hier runter, das ist so ein Tal und das ist so ein bisschen die windzugewandte Seite, weil da unten ist es ein bisschen abgesenkter, ein bisschen geschützter. Da ist auch besserer Boden, muss man sagen. Da ist auch ein bisschen besserer Boden, aber da steht es besser. Wir haben auch das Gefühl, vielleicht ist diese Wetterkante zu offen gewesen, sodass das ja, so ein bisschen, dass der Wind drauf gedrückt hat. Wir hatten sehr doll kalt, dass der Bestand so ein bisschen reduziert hat dadurch, noch mehr reduziert hat. Verschiedene Theorien gibt es da einfach. Aber nichtsdestotrotz bin ich super zufrieden mit dem Mähdrescher. Einige haben auch untergeschrieben, ja, warum denn jetzt kein McDonald oder so? Ja klar, das McDonald ist ein cooles Schneidwerk, aber ist im Budget bei mir bei weitem nicht drin. Klar, auch wenn ich mal jetzt ein bisschen Sonderkulturen ausprobiere, steht das ja nicht im Verhältnis. Ungefähr kostet ein McDonald 40% mehr als normales Standardschneidwerk. Also ich würde sogar bei dem hier sagen, bei so 7 Meter, bei 9 Meter ist es vielleicht sogar das Doppelte wie ein Standardschneidwerk. Ich habe jetzt keine Zahl vor Augen, aber ich würde sagen, das McDonald kostet 30.000, 40.000 Euro mehr als das hier. Und ihr müsst euch vorstellen, ja, wie soll ich, mit welchem Mehrwert soll ich die 40.000 verdienen? Also wie verdienen sich diese 40.000?
Man kann es jetzt argumentieren und sagen, ja, du hast ja weniger Verluste im Sojaanbau oder im Erbsen, aber ich habe 4 Hektar Leguminosen dieses Jahr. Da verdiene ich bestimmt keine 40.000 mehr. Und auch alles andere, ne? Auch bei 9 Meter ist ja trotzdem okay mit dem Gutfluss und wir fahren ja bei weitem nicht an dem Limit vom Mähdrescher. Ne, gerade wenn es zu dünn ist zum einen nicht und zweitens auch einfach, weil der Mähdrescher so riesig ist, dass wir uns dazu entscheiden können und sagen, jo, lass uns auf die Verluste gucken, wir fahren lieber mit minimalen Verlusten. Oh, das wird aber eng bis ganz da unten. Lass uns lieber mit minimalen Verlusten fahren. Wir haben genug Power und wir können auch immer dann losfahren, wenn es wirklich trocken ist. Das funktioniert sehr, sehr gut. Vielleicht ist es in Zukunft anders. Vielleicht haben wir noch mal das Glück und kriegen noch ein paar Hektar dazu. Aber momentan sieht es nicht danach aus. So, Kinders. Jetzt aber bis später. So, Kinder. Letztes Stück Weizen. Enttäuscht mich nicht. Da hier unten ist ein bisschen sandiger. Und wir fahren jetzt immer in eine bessere Zone rein. Also sozusagen, das ist hier das sandige Ende. Und da auf dem anderen Ende ist es noch sandiger. Da stand es auch nicht so doll. Da auch wieder nur 4-5 Tonnen. Dafür geht es aber da so bis 10 Tonnen hoch. Das war da, wo ich in der AKF stand und gesagt habe, hier Leute, so sieht es aktuell aus. Das hier ist ein Informer. Leider Gottes haben wir auch hier auf der Fläche uns leider ein paar Bodenwellen mit der Tigerdrill reingemacht. Ärgerlicherweise. Zum ersten Mal überhaupt, dass wir irgendwie Bodenwellen mit dem Ding gemacht haben. Genau. Wir werden mal sehen. Ab gleich wird es besser. Jetzt sind wir mal noch bei 6 Tonnen, 6, 7, 6, 8. Moment, Telefon. So, das war nämlich die Nachricht. Wir halten nämlich jetzt gleich an. Trocknet den ganzen Tag nicht richtig. Also trocknet die ganze Zeit nicht. Die ganze Zeit so 14,7, 14,9, 15,2, wieder 14,9. Das war ein Wildschwein. Genau, das wollte ich jetzt zeigen. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter oben auf dem Ende. Jetzt kommt erstmal der Wildschweinschaden. So. Und jetzt sind wir wieder im konstanteren Fluss. Wie gesagt, das ganze Feld ist nicht so. Das ist hier mit der beste Boden, den ich überhaupt habe. Sieht vielversprechend aus, oder? Da oben wird es ja noch, glaube ich, ein bisschen besser. Also so die ersten 20, 25 Hektar ist so gut und dann wird es immer schlechter. Wie gesagt, da oben ist naja, auch nur noch 3, 4 Tonnen. Ich denke, unter dem Strich könnte der hier 7 Tonnen bringen. Wäre mein Bester. Mein Spätz gedrillt ist da und ja. In Hannes Kopf grübelt das natürlich. Hannes, was hast du hier anders gemacht? Aber unterm Strich ist es einfach nur mein bester Boden. Ein bisschen Tonanteil hält das Wasser deutlich besser. Begeisternd. Schade, dass man überall sowas mal gern hätte, aber in Verbindung der letzten Jahre, seit 18, 19, 20, 21, immer nur Scheiße geerntet. Tut so ein Jahr wie dieses Jahr auch echt mal wieder gut. Ich meine, Sonnenblumenmais haben wir noch nicht in trockenen Tüchern. Da müssen wir gerade echt hoffen, dass der Regen kommt. Bis jetzt sehen sie ganz gut aus, aber entwickelt sich zurück. So, da haben wir nur noch 7 Komma. So eine kleine schwache Zone hier. Morgen werde ich mal oben die Feuchtigkeit nochmal nachkalibrieren. Ich habe gestern festgestellt, ungefähr ein Prozent zu trocken zeigt er an, aber es ist ja eher so eine Kalibrierungssache von mir. So, jetzt müsste es eigentlich direkt wieder nach oben gehen bis 10%, bis 10 Tonnen auf dem Hektar, würde ich jetzt eigentlich sagen. Weil da oben kommt eigentlich so der beste Boden hier auf diesen Acker. Wir brauchen hier eine Bahn, um voll zu werden. Ist gar nicht so weit die Bahn. Da werden wir mal gucken. Aber naja, ihr habt es ja im Prinzip gesehen, dass es nicht nur in einer Senke bei mir möglich ist, so hohe Erträge, sondern auf den Zonen, wo dann auch ein bisschen mehr Wasser gehalten wird, ernte ich dann auch so. Von daher stimmt das eigentlich optimistisch und beruhigt einen auch immer ein bisschen, dass man alles richtig macht. Ja, er meckert immer ein bisschen, er sagt, da die Grenze ist nah. Da Wartung muss Hannes machen, hast du gerade verstanden. Wartung hat Hannes morgen dran, 50 Stunden. Und dann muss ich
Dann meckert er wegen der Grenze, wenn mal der Dichter kommt. Erstmalig, dann nachher weiß er auch Bescheid, dass die Grenze da ist. So, jetzt haben wir 9 Tonnen, also geht wahrscheinlich nicht bis zu 10 hoch. Aber ihr seht auch doch jetzt, jetzt kommt's. Aber ihr seht, kontinuierlich kann ich auch. Auch mit wenig Stickstoff, was ich fahre, auch mit dem Aufwand, den ich fahre, funktioniert das auch. Nur ein bisschen Wasser bräuchte ich mehr, dann kann ich auch ganz oben mitspielen bei den Erträgen, aber das ist mir immer nicht gegönnt. Und der zeigt sogar ein bisschen weniger an. Also wir hatten in der ersten Runde, habe ich Detlef angerufen, weil meine Funke, leider, wir hatten hier Malheur, mir ist die Antenne abgerissen. Und ich hatte 6,7 Tonnen und Detlef hat gesagt, genau 7,0 waren es. Da würde ich morgen nochmal nachkalibrieren. Beim Raps waren wir letztens, hatte ich 3,75 und 3,75 hat der Überladewagen gebracht. Also Ertragsmessen kann die Holland, muss man echt sagen, das können die. So, wunderschönen guten Morgen. Das machen wir hier jeden Morgen. Die Maschine wird einmal komplett ausgepustet. Alle Teile außen und oben, Kühler, Motorraum, Lüfter, Luftfilter, wird alles einmal ausgepustet. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn man aufklappt. Man kommt eigentlich gut ran. Wenn man hier aufschraubt, ist man direkt schon bei dem Rotor drin. Super Zugänglichkeit eigentlich. Man kommt überall ran, ist alles schön frei. Auch diese Bereiche da, die muss ich heute auch aufmachen, weil ich habe heute 50 Stunden Wartung zum Abschmieren. So viel sind gar nicht, 50 Stunden Schmiernippel. Das ist da oben, da habe ich 4 Schmiernippel für 10 Stunden. Da sind keine dran, laut Buch müssten da welche sein, da sind aber keine mehr. 10 Stunden Schmiernippel da vorne an der Ecke, die sind sehr, sehr bescheiden verbaut. Da. Was? Trocknet nicht, Detlef. Eindeutig, trocknet nicht. So, auf dieser Seite Kette für den Korntank. Und auch hier komme ich wunderbar an den Rotoren ran. Hier ist ein bisschen mehr unter. Hier ist der Antrieb von den Rotoren. Aber eigentlich auch gar nicht so viel, wenn man das teilweise von anderen Fabrikaten kennt. Ist der eigentlich schon aufgeräumt, hier der Drescher. Hier unten der Nachdrescher. Alles, was nicht sozusagen rüber geht, das zeige ich euch mal hier hinten. Alles, was hier ist, das erste Sieb. Das ist das erste Sieb. Zack. Hier unten kommt das zweite Sieb. Sieht man nicht richtig, das ist so eine Etage. Und alles, was da unter nicht reingeht, also was zwischen erstes und zweites Sieb ist, ist ja für den Drescher noch nicht richtig ausgedroschen. Das geht hier in den Nachdrescher, habe ich auf jeder Seite hier unten einen Nachdrescher. Der dreht das nochmal durch, der haut das nochmal durch und dann geht es hier hoch und wird wieder auf den Vorbereitungsbogen geworfen. Vorbereitungsboden. So, genau. So, ich mache jetzt erstmal hier einmal sauber alles und dann sehen wir weiter, was auch ganz nice ist. Man hat hier einen Wassertank mit Seife drin. Ist cool gelöst, dass man sowas findet. Ansonsten relativ einfacher Drescher, also das sieht man woanders komplexer, gut aufgebaut. Machen wir erstmal sauber.
So, das war's. Wir sind jetzt wieder auf dem Acker. Also dieses Timelapse, Zeitraffer, und das waren 2 Stunden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Max da reingeschnitten hat, aber 4 Minuten hatte die Zeitraffer und im Gesamten waren es 2 Stunden. Heute war ein bisschen mehr zu tun. Heute waren 50 Stunden Schmiernippel abzuschmieren. Wir haben alle Ketten nachgespannt. Wir haben alle Riemen nachgespannt. Wir haben die Elevatorkette nachgespannt. Ja, das war heute. Wir sind wieder hier auf dem Acker, der leider Bodenwellen gekriegt hat für die Tigerdrill. Also Leute, ihr braucht nicht reinschreiben, dass irgendwas am Mähdrescher falsch eingestellt ist. Ja, anfangs war die Höhenführung ein bisschen sensibel. Aber wenn der Boden uneben ist und hat Bodenwellen, dann kann man da einstellen, was man will. Dann hat er einfach Bodenwellen. Und genauso, leider Gottes, saß ich hier im Fan drinne und musste auch immer hin und her wippen. Bisschen ärgerlich. Na gut, wisst ihr erstmal Bescheid? Also das war im Prinzip so eine Wartung. Das habe ich täglich zu machen, außer die 50-Stunden-Schmiernippel, die jetzt ja nicht. Aber das Auspusten, ja, Fenster putzen, Filter sauber machen, das ist das im Prinzip, was man täglich hat. Wir haben natürlich auch Glück, weil wir jetzt relativ viel auf Schwatt legen. Wenn man jetzt die ganze Zeit mit Strohhäcksler fährt, dann ist es noch bedeutend mehr Staub, der die ganze Zeit da anfällt. Also von daher, Gott sei Dank hier, aber auf Holz braucht man nicht klopfen. Also von daher, Gott sei Dank, dass wir da auf Stroh legen, auf Schwatt legen können, und dann haben wir auch nicht ganz so viel Dreck. Beim Raps wird es ja schlimmer. Im Getreide geht es mit meiner Allergie, das ist irgendwie über die letzten Jahre ein bisschen weniger geworden. Aber Raps waren wir letztens, das ist ein bisschen intensiver. Ansonsten mit der Maske auspusten geht alles. Danach fahre ich duschen, ziehe mir saubere Klamotten an und dann geht's. Bis jetzt musste ich Gott sei Dank ja hier nicht irgendwie reinkriechen, durchkriechen, als wir auf dem Acker waren, weil ja lief ja alles wunderbar. Gut, Leute. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.